Akupressur der psychokorporellen Energiearbeit, Lektion 28, Sicherheit in die Knochen einatmen. Gratis Selbsthilfelehrgang von Vivian Rauber, Psychologin, Zürich, Schweiz. Visualisiere jetzt den Blasenmeridian und spür ihn gleichzeitig, wenn du visualisierst. Spür, wie er beim Augenwinkel beginnt und über die Stirn und den Schädel hinaufgeht bis zum höchsten Punkt, zu Blase 7. Etwa eine Daumenbreite neben der Mitte des Schädels. Und vom höchsten Punkt aus visualisiere, wie ein Ast nach vorn zurückgeht zur Stirne, zum Haaransatz. Spür, wie ein anderer vom höchsten Punkt auf der Seite zum Ohr geht und ums Ohr herum sich mit dem Gallenblasenmeridian verbindet. Spür jetzt den inneren Ast, der jetzt durch den hinteren Teil des Gehirnes geht und unten bei der Schädelbasis wieder herauskommt. Spür jetzt, wie an der Oberfläche der Blasenmeridian eine Daumenbreite neben der Mittellinie hinuntergeht, vom höchsten Punkt bis zum Schädelansatz. Und dann sich in zwei Äste teilt. Der innere geht einen Daumenbreite von der Mittellinie hinunter bis zur Taille. Dort geht ein innerer Ast durch die Nieren und die Blase und kommt dann beim Gesäß bei Blase 50 stilles Erneuern heraus. Während an der Oberfläche der Blasenmeridian weitergeht. Und zwischen jedem Wirbel ist eine Verbindung zum Lungenmeridian, zum Perikard, zum Herz, zum Zwerchfell, zur Leber, zum Gallenblasen, zum Milz, zum Magen, zum Dreifacherwärmer, zur Niere, zum Dickdarm, zum Dünndarm, zum Blasenmeridian. Eine Verbindung zu all diesen Meridianen. Die äußere Blasenlinie geht an der Oberfläche etwa zwei Daumenbreiten hinunter. Sieh und spür das durch Speicher der Fülle, Seelentor, das Schicksal annehmen, untere Freiheit, bis zum Punkt stilles Erneuern beim Gesäß. Auf der Höhe des Kreuzbeines spür, wie der Rückenmeridian einen Ast hat, der auf die Seite geht und auf der Außenseite des Beines hinuntergeht bis zur Kniekehle, wo er sich verbindet mit dem anderen Ast, der gerade den Rücken hinuntergeht, übers Gesäß, die Gesäßbacke, hinten am Bein hinunterführt in die Kniekehle zum Rückenabfluss. Von dort geht weiter hinter dem Bein der Blasenmeridian weiter. Sieh und spür das. Und er geht hinunter bis zum äußeren Knöchel,
hinten hindurch, unten hindurch zum Punkt Umwandlung und zur kleinen Zehe. Mach jetzt die Knochenatmung. Atme Sicherheit und Vertrauen in deine Knochen ein. Bei der Einatmung kannst du dir vorstellen, dass die Knochen etwas größer werden, wie ein Ballon, der aufgeblasen wird. Und bei der Ausatmung gehen sie wieder in ihre normale Größe zurück. Bei jeder Einatmung kannst du die Qualitäten des Elementes Wassers einatmen. Atme jetzt in die Fußknochen. Lass sie durch die Einatmung weit und groß werden wie ein aufgeblasener Ballon. Und bei der Ausatmung gehen sie wieder in ihre normale Größe zurück. Atme ein und fülle die Fußknochen mit Sicherheit und Standfestigkeit. Und bei der Ausatmung gehen sie wieder zurück in ihre normale Größe. Atme wieder in die Fußknochen ein, lass sie größer werden und fülle sie mit den Qualitäten von Standfestigkeit und Urvertrauen. Und atme wieder aus. Atme ein in die Fußknochen, fülle sie mit Standfestigkeit und Urvertrauen und atme wieder aus. Atme jetzt in die Unterschenkel, lass sie größer werden, Wadenbein und Schienbein und atme wieder aus. Atme ein im Wadenbein und Schienbein und füll sie mit Mut, Lebensmut und Sicherheit und atme wieder aus. Atme jetzt in die Oberschenkel, lass sie groß und weit werden und atme wieder aus. Atme ein in die Oberschenkel und füll sie mit dem Wissen, ich bin beschützt, ich bin sicher, ich vertraue, ich habe Mut. Und atme wieder aus. Atme jetzt in den Hüftknochen und füll ihn mit Sicherheit, Selbstsicherheit und Mut. Und atme wieder aus. Atme ins Kreuzbein, lass es größer werden und füll es mit Sicherheit und Selbstsicherheit. Und atme wieder aus. Atme ins Schambein, lass es ganz weit und groß werden und sich füllen mit Sicherheit und Vertrauen. Und atme wieder aus. Atme jetzt in die Wirbelsäule und füll die Lendenwirbel mit Sicherheit und Mut. Und atme wieder aus. Atme wieder ein, lass die Lendenwirbel groß werden und sich füllen mit der Botschaft, du bist beschützt, du bist sicher, du darfst vertrauen. Und atme wieder aus. Atme jetzt in die Brustwirbel, lass diese groß und weit werden und sich füllen mit Selbstsicherheit. Und atme wieder aus.
Atme in deine Halswirbel, lass diese sich weiten und füllen mit Selbstsicherheit und Vertrauen. Und atme wieder aus. Atme wieder ein in dein ganzes Rückgrat. Spür, wie es gestärkt wird durch die Botschaft, du bist beschützt, du bist sicher. Und atme wieder aus. Atme wieder in dein Rückgrat. Lass es breit und weit werden, voll Vertrauen. Und spür, wie du Rückhalt bekommst. Atme wieder aus. Atme jetzt in deine Schulterblätter. Lass sie weit werden und voll von Mut und Sicherheit. Und atme wieder aus. Atme jetzt in deine Hände, füll die vielen kleinen Knochen der Hand und dem Wissen, ich bin sicher, das Leben sorgt für mich, das Leben bringt mir das, was ich brauche. Und atme wieder aus. Atme jetzt in deinen Schädel. Lass jede Zelle sich füllen mit dem Wissen, du bist beschützt, du bist sicher. Und atme wieder aus. Atme nochmals in deinen Schädel und lass auch das Gehirn sich weiten und füllen mit Sicherheit und Mut. Und atme wieder aus. Atme jetzt gleichzeitig in alle Knochen und lass sie weit werden und sich füllen mit Sicherheit, Urvertrauen und Mut. Und atme wieder aus. Atme nochmals ein und lass alle Knochen weit werden und voll werden mit dem Vertrauen, dass das Leben für uns sorgt und uns das bringt, was wir brauchen und uns Mut gibt, tatkräftig im Leben etwas anzupacken und durchzuführen. Visualisiert den Blasenmeridian und macht die Knochenatmung täglich während einer Woche und füll die Hausaufgabenregister aus, bevor du dann mit Lektion 29 weiterfährst, die du wie immer über meine Homepage findest, vivianrauber.com, Deutsch, YouTube.